Hi, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich würde euch gern schon mal ein bisschen erzählen, was ich jetzt so im Mai gelesen habe. Ich habe bis jetzt zwei Bücher beendet und ein Kinderbuch. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was dazu. Es ist jetzt noch eine gute Woche, aber ich würde euch das hier gern schon mal abdrehen. Dann sind die Eindrücke noch möglichst frisch und ja, ich kann mich hier gedanklich schon mal ein bisschen von lösen. Und zwar hat mein Lesemonat Mai in einer Leserunde gestartet in unserem neu gegründeten Buchclub auf ein Wort. Und zwar haben hier jetzt mitgelesen, ich verlinke euch die Kanäle auf jeden Fall auch noch alle unten. Auf jeden Fall haben hier jetzt mitgelesen Dani, Eva, Juli und Steffi hat mit angehört und im Nachhinein ihren Senf noch dazugegeben. Und die liebe Elke ist erst nach Beenden dieses Buches noch zu unserem Club gestoßen. Also wie gesagt, Kanäle verlinke ich euch mal unten. Und die Leserunde hat großen, großen Spaß gemacht. Das Buch weniger. Und zwar geht es um Joelle Dicker, die Wahrheit über den Fall Harry Cabot. Ich habe das Buch zum Teil gelesen, zum Teil gehört. Und zwar geht es hier um den Autoren Harry Cabot, der in einem kleinen Städtchen namens Aurora in Amerika wohnt und bei dem im Garten eine Leiche gefunden wird, eines jungen Mädchens, was vor 30 Jahren verschwunden ist. Das ist so die Ausgangsstory. Damit fangen wir die Geschichte an. Wir bekommen dann Einblicke von Marcus Goldman. Den kennen wir auch schon aus den Baltimores. Und Marcus Goldman fühlt sich als ehemaliger Student von Harry irgendwie verpflichtet, ihm zu helfen und begibt sich auf eigenständige Ermittlungen. Er nimmt sich den Fall sehr zu Herzen und fängt an zu recherchieren, fängt an in der Vergangenheit zu wühlen und möchte den Sommer, in dem das junge Mädchen verstorben ist, rekonstruieren. Ja, so kommen dann Stück für Stück Enthüllungen und Verwirrungen und Entwirrungen und neue Verwirrungen und neue Dramen und noch ein Drama und noch ein Drama zum Vorschein. Und wir verstricken uns immer mehr in diese Geschichte, bis wir kurz vor Auflösung so verwirrt sind, dass wir Millionen Knoten im Kopf haben. Dann gibt es nochmal ein Drama und dann platzt der Knoten innerhalb von 100 Seiten, wird das zu einem Feuerwerk, zu einem Schusswerk in alle Richtungen und man hat die Lösung des Falls vor Augen. So habe ich mich beim Lesen gefühlt. Also, es hat mir nicht gut gefallen. Ich komme mit Joelle Dicker nicht klar. Ich komme mit seinem Schreibstil nicht klar. Ich habe ja als erstes Buch Die Baltimores gelesen. Und Markus ist auch ein Charakter in den Baltimores. Und es geht schon damit los, dass der Markus in diesem Buch ganz andere Dinge erlebt hat, wie der Markus aus den Baltimores. Dass der auch ganz andere Hobbys hatte und seine Vergangenheit ganz anders geschildert wurde. Und dass er vom Charakter her sich auch hier ganz anders anfühlt, wie bei den Baltimores. Dazu kommt noch, dass das nicht nur bei ihm so ist, sondern auch bei seiner Familie. Seine Mutter und seinen Vater kennen wir auch schon aus den Baltimores, was ja in der Vergangenheit spielt, also zeitlich gesehen vor Harry Cabot. Und die fühlen sich auch ganz, ganz anders an. Und Markus' Mutter, die dreht hier so am Rad, die ist mir total auf den Keks gegangen. Also so eine Mutter, ich finde, die Charaktere von Joelle Dicker sind sehr überspitzt und überzeichnet. Und das ging mir wirklich auf den Keks. Mich hat das Buch wirklich genervt und ich hätte das Buch nicht beendet, wäre es nicht in einer Leserunde gelesen worden. Also da bin ich mir ganz sicher, da hätte ich mich nicht durchgekämpft. Es waren hier und da schöne Sätze und schöne Gedankengänge mit verwoben, die ich mir zum Teil auch markiert habe. Aber alles in allem ist mir das
zu viel Drama gewesen, zu viele Sachen, die ich nicht verstanden habe. Und ja, es hat sich einfach nicht echt angefühlt. Es war für mich, waren es keine echten Personen in diesem Buch, weil wir immer gedacht haben, so redet doch keiner oder so handelt doch keiner, das macht doch keiner. Zum Beispiel gibt es hier eine Liebesgeschichte zwischen Harry und Nola und wie sich rausstellt, ach nee, ich sag's, ich lasse es einfach mal so stehen. Es gibt eine Liebesgeschichte zwischen Harry und Nola und die beiden verlieben sich. Man versteht nicht so richtig warum, weil es auch gar keinen gemeinsame Grundlage irgendwie gibt oder irgendwas, wo man sagt, ja, das, ne, ein tolles Erlebnis oder einen tollen Moment oder die sind halt einfach verliebt und das ist so, das ist einfach so gegeben, könnte ich noch mitleben, aber die siezen sich die ganze Zeit. Also die kommen sich körperlich nicht nah und die kommen sich auch menschlich gar nicht näher, hat man so das Gefühl. Und das Buch ist ja doch recht dick und über die ganzen Seiten merkt man gar keine Nähe der beiden. Also ganz, ganz seltsam. Und dieses Siezen ist halt auch noch mal so ein, ja, so ein Merkmal, was einem das total unwirklich macht und was einem auch so eine Distanz irgendwie vermittelt. Also ich habe überhaupt keine Nähe gespürt und ich habe überhaupt keine Herzchen fliegen sehen. Für mich war das total unecht und fühlte sich auch total unecht an. Dann gibt es noch einen Charakter in der Geschichte, der sehr passiv geblieben ist. Und das hat mich sehr wütend gemacht. Ich war richtig sauer auf diese Person. Dann kommt, also es geht um ein Drama übrigens, was sich in der Geschichte abspielt. Da bin ich sauer geworden. Dann kommt ein Knoten, eine Verwirrung, etwas, was nicht passt. Dann löst sich dieser Knoten. Wir haben eine Auflösung zu dieser Verwirrung und ich bin noch saurer geworden. Ich war so wütend. Ich konnte das überhaupt nicht nachvollziehen und war richtig sauer. Das ist dann das nächste Drama, was sich abspielt. Und wir ha haben, wie auch bei den Baltimores, eigentlich eine Aneinanderreihung von Dramen. Wir haben ein Drama, was ins nächste Drama führt. Und das mag ich nicht. Und deswegen werde ich mit Joël Dicker wohl nicht warm werden. Ich habe jetzt noch ein Buch von ihm hier stehen. Ich werde da mal reinlesen, weil ich habe es für einen Originalpreis gekauft. Deswegen werde ich ihm eine Chance geben, weil es hier steht. Ich werde mich nicht durchquälen. Sobald ich merke, es sind schon wieder die gleichen Aspekte, die mich aufregen, werde ich das Buch abbrechen und ja, den Autor dann für mich abhaken. Es tut mir total leid. Ich wollte ihn gerne mögen, aber ich komme auch mit diesem Schreibstil nicht klar. Für mich ist es, wie gesagt, eine kleine Drama Queen. Dann ist für mich viel zu viel Verwirrung, was sich dann im Endeffekt viel zu einfach auflöst. Und ich finde diesen Schreibstil sehr, sehr verwirrend. Das war mir bei den Baltimores schon so ergangen und das war hier beim Harry Quebert das Gleiche. Ich komme mit diesem Schreibstil nicht gut klar und ja, finde die Charaktere alle viel zu überspitzt, so dass es für mich schon ins Lächerliche abdriftet und ich diese Person nicht gern begleite. Das ist für mich so, ach, das ist für mich zu viel Drama. Genau, schade. Sehr, sehr schade, muss ich wirklich sagen. Dann habe ich mit meiner Großen zusammen ein Kinderbuch beendet, was die liebe Christine von Christinchen empfohlen hat auf ihrem Kanal. Und zwar Mochtina, ein Mädchen voller Überraschungen von Barbara Cantini. Das Ganze sieht so aus. Das ist ein ganz dünnes Büchlein und das habt ihr mal schön an einem regnerischen Tag innerhalb von einer Stunde bis anderthalb mit euren Süßen durchgelesen. Das ist wirklich ganz, ganz niedlich gemacht mit wenig Text. Und vielen Bildern zum Ansehen. Und die Bilder kann man sich auch
lange Zeit einfach so ansehen, ohne noch weiter zu lesen. Da gibt es immer noch mehr zu entdecken. Das hat großen Spaß gemacht. Und hier geht es um die kleine Mortina, die eigentlich nichts lieber machen möchte, als mit den anderen Kindern zu spielen. Aber das geht leider nicht, weil Mortina ist ein Zombie. Und somit möchten die anderen Kinder nicht mit ihr spielen, weil sie Angst vor ihr haben. Und da kommt Halloween ihr wie gerufen und sie überlegt sich, Halloween das Ganze mal anzugehen, weil da sind ja alle gruselig verkleidet. Und so kommt sie mit den Kindern in Kontakt. Und was dann passiert, müsst ihr selber lesen. Wir haben uns scheckig gelacht. Auch die Mia hat sich totgelacht hier an einer Stelle. Es ist ein ganz, ganz süßes Buch, was ja auf jeden Fall hier weiter verfolgt wird. Da gibt es auch noch weitere Teile zu dieser Reihe. Ich guck mal gerade. Nee, es sind leider keine Bilder drin zu den anderen Büchern. Aber ich glaube, es gibt noch 2 oder 3 weitere Bände und die dürfen in nächster Zeit hier auch einziehen, weil das wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte ist. Genau. Und dann habe ich erst kürzlich beendet von Benedict Wells Heartland. Das habe ich in der Facebook-Leserunde von mir gelesen. Gemeinsamer Lesestoff, die Gruppe verlinke ich euch auch mal unten. Es hat diesmal ein bisschen gehakt, weil hier so viel Trubel drumherum noch irgendwo war. Das tat mir ein bisschen leid. Ich kam nicht so gut klar, immer rechtzeitig zu kommentieren, die Abschnitte. Aber ich finde es schön, so wie die Leserunde gestaltet ist, so kann eigentlich jeder kommentieren, wenn er soweit ist. Und muss sich nicht gestört fühlen, wenn einer früher oder später kommentiert, weil man sich den Abschnitt dann erst durchlesen kann, wenn man selbst soweit gelesen hat. Genau, und zwar ist das eine Geschichte von dem jungen Sam, Missouri 1985. Und wir sind hier mit einem jugendlichen Protagonisten in den 80er Jahren unterwegs. Und das hat großen Spaß gemacht. Das war wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Wir machen hier eine große Charakterentwicklung. Mit Sam, mit der sich enorm weiterentwickelt auf kürzester Zeit durch äußere Einflüsse. Und genau das ist es ja eigentlich auch, was diese Prägungsphase und dieses Jugendlichsein ausmacht. Und das bekommen wir hier enorm gut geschildert. Sam ist am Anfang des Buches ein sehr in sich gekehrter Mensch, der wenige Freunde hat, eher ein Außenseiter ist und die Dinge lieber mit sich ausmacht. Sehr zurückgezogen und still. Er hat schon ein gestörtes Verhältnis zu seinem Vater und kommt besser mit seiner Mutter klar. Und die Beziehung zu seiner Schwester ist so ein normales, eine normale Geschwister-Hassliebe, sage ich mal, so wie man das so kennt. Und Sam nimmt in diesem Sommer 1985 einen Job im Kino an und lernt dort seine ersten richtigen Freunde kennen, die jedoch alle älter sind als er. Und er ist da auch anfangs so seine Schwierigkeiten hat, in diese Gruppendynamik reinzukommen. Weil er doch auch da anfangs eher so ein bisschen außen vor steht. Er schafft es aber dann peu à peu in die Gruppe aufgenommen zu werden und erlebt einen ganz, ganz tollen Sommer mit seinen Arbeitskollegen. Das Dumme ist, dass die drei, mit denen er sich anfreundet, das letzte Jahr in der Stadt sind, weil sie alle mit dem College starten und durchs Land verstreut werden nach diesem Sommer. Das macht den Sommer aber auch noch mal intensiver, weil man weiß, diese Zeit endet bald. Und dann kommt noch ein ganz, ganz schwerer Schicksalsschlag hinzu, den Sam verarbeiten muss, der gegen Ende des Sommers passiert und der sein ganzes Leben nochmal zerrüttet, zerwirft und sich alles nochmal neu bildet. Alle Strukturen um ihn herum bilden sich nach diesem Sommer neu. Das hat mir total gut gefallen, weil wir erleben zum einen die Entwicklung von Sam innerhalb dieser Gruppe. Wir erleben, dass er über sich hinauswächst, dass er sich was traut, dass er mutig wird und dass er das mit seiner Persönlichkeit ganz, ganz viel macht.
Und dass er dadurch auch für das, was ihm bevorsteht, ganz schön gestärkt wird. Und dass das total wichtig ist, dass man diese Entwicklung auch durchmacht. Das schlimme Erlebnis, was er dann erlebt, da gibt es so ein paar Szenen, da musste ich sehr, sehr schmunzeln, weil ich ihn da so gefeiert habe, weil ich das so toll fand. Und diese schwierige Lage mit seinem Vater, die verändert sich im Buch. Er bekommt ein Verständnis für seinen Vater. Es werden so ein paar Dinge beleuchtet und aufgeklärt, die für ihn die Eigenschaften seines Vaters in ein anderes Licht rücken und die den Vater für ihn auch greifbarer machen. Und das hat mir auch so gut gefallen, ja, so dass sich am Ende eine total runde Geschichte entsponnen hat, die total lesenswert ist. Also da könnt ihr euch mal in einen Sommer fallen lassen, mit ganz vielen tollen Abenteuern, ganz vielen tollen Freunden und Menschen. Und das war trotz diesen schlimmen Dingen, die passieren, für mich ein absolutes Wohlfühlbuch, ja, was mir großen Spaß gemacht hat. So, ich wollte jetzt nicht, dass das Video so abrupt endet. Hier kommt jetzt noch mal schnell die Zukunfts-Jenny. Also das ist jetzt der letzte Videoschnipsel, den ich vorbereitet auf dem Laptop hatte. Und genau, das ist jetzt schon mal mein Lesemonat Mai. Das heißt, euch erwarten dann in den nächsten Wochen noch der Juni, der Juli, der August, der September, der Oktober und der November. Wobei ich sagen muss, dass das jetzt nicht so mega viele Bücher sind. Ich muss mal gucken, wie ich die Videos dann aufteile. Das bin ich im Moment alles am Vorbereiten. Das heißt, ich schreibe meine Meinung gerade noch ein bisschen zusammen, die in den Inhalt der Bücher. Und genau, das werdet ihr dann in den nächsten Wochen peu à peu sehen. Genau, ich werde versuchen, sonntags hochzuladen. So wäre der Plan. Und ja, jetzt habe ich ein neues Schnittprogramm gefunden. Ich habe mir jetzt mal Da Vinci kostenlos runtergeladen und werde jetzt mal probieren, ob ich diese beiden Schnipsel zusammengefügt kriege und ob ich euch das Video hochladen kann. Wir werden sehen. Ich hoffe, wir sehen uns auf meinem Kanal. Dann hat es nämlich geklappt. Ich wünsche euch, ja. Jetzt noch einen schönen Tag. Heute ist Nikolaustag. Habt einen schönen Abend und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald in den nächsten Videos. Ich würde mich freuen. Bis dann, macht's gut.